Hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Remnant 2 Bild und heute zu meinem Major Laser Bild. Ja, ich weiß, es ist ziemlich cringe, aber es ist passend, ihr werdet, ja. Egal, ja. Der gute alte Plasmaschneider ist wieder da und ich habe mir da was überlegt, was man tatsächlich sogar noch verbessern könnte, aber eine angenehme Spielweise habe ich draus rausgeholt. Ich komme gleich dazu. Wenn euch der Bild übrigens gefällt, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ansonsten lasst uns da mal starten zu den Klassen und dem ganzen Gedönse. Ja, also, los geht's. Als Hauptklasse haben wir den Jäger. Und hier wollen wir die Fähigkeit Konzentration des Jägers. Das ist die zweite Fähigkeit. Als Subklasse haben wir den Revolverhelden. Hier wollen wir die letzte Fähigkeit und zwar Kugelhagel. Ja, das war es sogar schon mit den Klassen. Bei der Rüstung sage ich gleich schon mal vorweg, nehmt das, was für euch am besten taugt. Ich habe heute wieder mal Style über Substanz genommen. Und zwar habe ich den Kampfhelm auf, das Kampfhemd, die Hose des Frontsanitäters und Litos Handschuhe Typ 1. Und wie ihr seht, wir sind immer noch im grünen Bereich hier drüben. Interessant zu wissen, das Kampfhemd überdeckt die Handschuhe. Ihr seht, wir haben hier diese fingerlosen Handschuhe, obwohl wir Litos Handschuhe normalerweise tragen. Also ja, ob das so gewollt ist, keine Ahnung. Und als Relikt habe ich heute das weltliche Herz für euch. Dadurch haben wir eine Vampirfähigkeit beim Heilen, also sprich wir klauen Lebensenergie. Und als Reliktfragmente haben wir heute kritischen Ferntrefferschaden, kritische Ferntrefferchance und Schwachstellenschaden. Alles jeweils auf mystisch. Jo. Für die Bewaffnung, da habe ich mich heute, wie gesagt, für den Plasmaschneider entschieden. Der ist halt einfach, ja, sonst wäre es ja nicht Major Laser. Und da haben wir den Mutator aus dem zweiten DLC, 1000 Schnitte. Erhöht die kritische Chance und den kritischen Schaden dieser Waffe um 0,5 für jeden abgefeuerten Schuss. Das geht hier irrsinnig schnell, denn wir haben ja Dauerfeuer, es ist ein Laser. Und als Nahkampfwaffe, Axt der Grell mit verseuchter Klinge, da sucht ihr euch aus, was euch am ehesten taugt. Ich habe mich für die Axt entschieden. Als Sidearm wäre Nebula gar nicht mal so verkehrt, denn dadurch könnt ihr zuverlässig Korrosion hinzufügen, also den Gegner den Korrosions-Debuff. Dadurch nimmt er mehr Schaden und da haben wir Feedback drauf als Mutator. Kommen wir zum Schmuck. Beim Schmuck habe ich schon mal gleich die erste Sache, wo ich sagen kann, wenn es euch nicht taugt, dann könnt ihr es auch austauschen. Man könnte theoretisch etwas mehr Schaden verursachen, ja, mit einem anderen Schmuckstück. Aber ich gehe dieses Mal mit dem Amulett der Null-Division, denn das hat man noch nicht. Und dadurch haben wir wieder etwas mehr Bildvariation auf dem Kanal. Erhalte unendlich Reservemunition und um 15% erhöhten Fernschaden. Das ist ziemlich heftig. Das ist ziemlich gut. Und du brauchst dir einfach keine Sorgen mehr machen ums Nachladen, beziehungsweise, dass dir irgendwann die Munition ausgeht. Nachladen musst du, aber das geht ziemlich flott bei der Waffe. Und ja, das ist doch sehr angenehm. Darum meinte ich ja am Anfang des Videos, es wird angenehm. Dann haben wir als ersten allerdings Sanyas Bosheit. Dadurch verursachen wir mehr Schwachstellenschaden. Bürdenring des Zerstörers, denn dadurch wird der Negativeffekt ausgekontert durch der angeborenen Fähigkeit des Jägers. Wir verursachen 15% mehr Schaden, hätten allerdings eine 35% reduzierte Reichweite unseres Lasers. Das, ja, wie gesagt, können wir relativ ausgleichen. Dann Ring der Wahrscheinlichkeit, erhöht kritischen Schaden um 20%. Und ganz wichtig, Ring
des Kälteverdichters verringert die Wärmeerzeugung pro Projektil beim Abfeuern von Waffen um 30%. Erhöht die Wärmeverringerungsrate um 30%. Was ein langes Wort. Ja, der ist sehr, sehr wichtig, denn sonst überhitzt euch ständig der Laser. Wo ihr das bekommt? Eine Root Earth, also Saaterde, Chaos, wenn ich noch richtig weiß, Saaterde, Random Drop auf eine Root. Jo. Ansonsten, ich kann es nur immer wieder empfehlen, wenn ihr Fragen habt, wo finde ich welchen Gegenstand, die Fextra Life Wiki, also F-E-X-T-R-A, Fextra Life, also L-I-F-E, Punkt Wiki Remnant 2. Da findet ihr so ziemlich alles, was ihr sucht. Wenn ihr einen bestimmten Ring sucht, dann sucht ihr nach dem Bildchen, weil es meistens auf Englisch. Ja, weil ich, tut mir leid, ich würde ja gerne wirklich hier eben helfen, aber ich kommen nicht mit den ganzen Kommentaren mehr hinterher, die fragen, wo finde ich das? Ich bemühe mich, aber es dauert halt einfach, beziehungsweise ich habe halt auch nicht immer Zeit. Jo, so viel dazu. Kommen wir zu den Eigenschaften. Eigenschaften. Munitionsreserven haben wir auf 10, da angeboren wegen Revolverheld. Verschanzen auf 10, weil wir wollen ja irgendwie überleben. Und wenn ihr nicht gerade so einen Knall habt wie ich und denkt euch, ey, wenn schon Major Laser, dann musst du doch auch schon wie ein Soldat, dann zieh dir eine vernünftige Rüstung an, dann überlebst du auch noch ein Quäntchen länger als ich. Das wäre schon sinnvoll. Ja, also Verschanzen auf 10. Dann begabt auf 10, das ist die Fähigkeit des Aufrufers, also der zweiten, des neuen Archetyps aus dem zweiten DLC. Dann Fernschaden oder Fernschuss auf 10, die angeborene Fähigkeit des Jägers. Vitalität 10 Punkte. Dann Inspiration haben wir auf 10, genauso wie Expertise auf 10. Rindenhaut 5 Punkte. Chakra 10 Punkte. Dann haben wir noch Blutsauger 10 Punkte. Schattenhaut immerhin 3 Punkte und Vampir 10 Punkte. Ihr seht hier rechts nochmal am Bildschirm die ganze Leiste mit all unseren Fähigkeiten. Sollte ich jetzt was übersehen haben, könnt ihr da sehen, in was ich alles geskillt habe. Jo. Die orangenen Punkte sind übrigens Gratis-Punkte, die ihr von Klassen erhaltet, also von Archetypen. Die weißen Punkte sind die, die ihr ausgeben müsst. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Gameplay. Ja, wir sind mal wieder an der Küste der Verzweiflung, werden hier allerdings nicht bleiben. Ich möchte hier nur wieder den Glitch-Gegner zeigen, also den verdorbenen Gegner. Und als Consumable, was könnte ich denn als Consumable empfehlen? Ich habe das Fleischmixgetränk diesmal genommen. Ich zeig's euch gleich. Das Fleischmixgetränk wäre das Teil hier. Aua, ach Gott, verflucht. Wer war das? Du! Das Fleischmixgetränk. Ja, das wäre das hier. Genau. Das macht nämlich ein bisschen mehr Schadensverringerung. Ansonsten, ihr macht auch keinen Fehler mit dem Fläschchen Schaidbeeren oder je nachdem. Ihr guckt halt einfach, was euch am dienlichsten wäre. Das wisst ihr eigentlich am besten. Das könnt ihr ganz gut einschätzen, hoffe ich. Oder hoffe ich einfach mal. Weil, ja, also diesen kleinen Bonusbuff, den hoffe ich, ja, egal. So. Vampir-Modus aktivieren. Wieso ist der schon unten? Ah, ist das mies! Oh.
Hey, nicht anschubsen. Also, nimm das jetzt hier bitte nicht als Referenz, ja. Normalerweise solltest du eine etwas vernünftigere Rüstung tragen. Das, was ich hier mache, ist einfach nur dämlicher Selbstmord. Die Rüstung bietet dir einen Scheißdreck an Schutz. Wir vergleichen mal. 13,1, wenn du jetzt eine normale hast, hast du hier 15,4 und der Stahlhelm ist wirklich nur an den besten Werten. Das Hemd 31,6, der andere 60, das ist das Doppelte, wenn du das nimmst, 64. Also gerade auf Apokalypse. Ihr könnt so rumlaufen. Allerdings, sagen wir, wie es ist, wenn du getroffen wirst, bist du selbst schuld. Beziehungsweise, ja, was heißt selbst schuld? Brauchst dich halt nicht beschweren, wenn du Damage schluckst. Spielen wir heute etwas safe. Immerhin haben wir keine Munisorgen und jetzt habt ihr mal Spaß mit Nebula. Ne, komm, zeig mir mal deinen Kopf. Zeig mir mal deinen Kopf. Also, du musst schon auf kritischen Schaden und so weiter zielen, also auf Schwachstellen, aber dann ist dein Damage wirklich, wirklich beachtlich. Na gut, und ja, ich werde mich mal zu einem Boss begeben. Wir sehen uns gleich. Ich guck mal, wo mich meine Reise hinführt. Ja, da wären wir im versunkenen Spuk. Wie ihr seht, ich habe die Schrottrüstung ausgetauscht durch etwas, was wenigstens etwas Schutz bietet. Und das ist zweiter Versuch, denn ich hatte den Heilbug, der kann momentan auftreten. Also wenn du dein Herz benutzen möchtest, dann läuft dein Charakter einfach so und heilt sich nicht. Das ist fantastisch. Na gut, also wir bereiten uns vor. Zack, zack, zack. Und das hier spammen, das hier. Und ihr Gesicht anvisieren. Wir wechseln die Seite. Nö, nö. Kommen Sie. Stehst mir etwas zu? Nein. Wo willst du denn hin? Autsch! Na, okay, noch eine Ehrenrunde. Aua! Nö. Puh, okay.
Man muss sich halt abgewöhnen bei diesem Bild, dass man Muni aufsammeln will, weil das brauchst du ja nicht mehr. Na gut, aber das wäre dann der Major Laser Build, das aktuellste, was ich halt mit dem Laser zusammenklöppeln konnte. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, denkt gerne an ein Like und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, tschüss!